Die folgende Sendung wird Ihnen präsentiert von unserem Mond. Unser Mond, seit jeher ein Heidenspaß für Jung und Alt. Und bäm, ich fasse es nicht, ich fasse es wirklich nicht. An, aus. Ich meine, das ist doch der Hammer, oder? An, aus. Also ich bin völlig fertig, das ist der Hammer. Das ist so der Hammer. Das ist der Hammer. Ja, hallo und herzlich willkommen zum heutigen Thema. Ja, heutige Thema ist, das muss ich endlich mal loswerden. Heute werden die Flat Earther, also diejenigen, die glauben, die Erde sei eine flache Scheibe, die werde ich jetzt hier mal völlig enttarnen. Nicht nur das, allein die Idee einer flachen Erde kaum an Lächerlichkeit, wirklich kaum zu überbieten ist, faken diese Verschwörungstheoretiker auch noch zahlreiche Fakten. Und vor allem, die gehen mit ihren abstrusen Behauptungen auch noch total unwissenschaftlich vor. Unwissenschaftlich und, ja, ich will auch gerade sagen, fast kindlich. Gerade die Redelsführer der sogenannten Flat-Earther-Community oder Verschwörungs-Community, müsste man ja korrekterweise sagen, die begeben sich auf ein Niveau, was dem eines wirklich Grundschülers kaum übersteigt. Das heißt also, wenn es wahr wäre, dass sich die Erde dreht um die eigene Achse mit 1600 Kilometern, das würde man nicht merken. Okay, aber mit 100.000 um die Sonne, das heißt also, einmal drehe ich mich mit der Erde, also mit der Erdbewegung in diesen 100.000 Stundenkilometern in diese Richtung und einmal entgegengesetzt, entgegen 100.000 Stundenkilometer. Die begeben sich auf ein Niveau, was dem eines wirklich Grundschülers kaum übersteigt. Und wenn ich auf dem Kopf stehe, also unterhalb der Erde, dann müsste es wie folgt aussehen. Nämlich? Der Ballon, der müsste sogar schneller als der Schlüssel angezogen sein, weil ja der Ballon leichter ist. Und der Schlüssel ist schwerer, hat also, weil der ja nach unten fällt, hätte der ja einen stärkeren Drang, von der Erde wegzukommen, wie das Wasser eigentlich auch, wenn es auf dem Kopf steht, um sich von der Erde zu verpissen. Aber nein, auch unten fällt der Schlüssel eher zu Boden, obwohl der Schlüssel schwerer ist. Sogar der Mensch steht hier auf der Erde. Weil der Mensch ja angeblich angezogen ist, von einer Anziehungskraft, von einer Gravitationskraft, das macht alles keinen Sinn. Was erleben wir täglich? Ich lasse den Schlüssel fallen, fällt zu Boden, ich lasse den Ballon fallen, der steigt auf. Und warum? Ganz einfach. Weil wir auf einer flachen, ebenen Erde leben. Und deswegen werde ich hier an einigen Beispielen aufzeigen, wie dumm und dämlich, ja sogar fast schon kriminell, die sogenannten Flat-Earther sind. Um dem ein für alle Mal einen Riegel vorzuschieben, also den Flat-Earthern den Segel aus dem Wind zu nehmen. Hey Leute, Flo hier. Wow, ich habe unlängst die 1000 Abonnenten-Marke geknackt. Vielen Dank Leute für euren überwältigenden Zuspruch. Es ist ja gemeinhin üblich, bei 1000 Abonnenten so etwas wie ein Special zu machen. Daher mache ich heute mal etwas anderes und stelle mich den Herausforderungen zweier Zuschauer aus dem Flacherdlager. Die erste Herausforderung stammt von der Zuschauerin Monte Carlo.
Vor kurzem hat sie mir diesen Kommentar geschrieben. Flo, danke, du hast mich gesperrt. Das zeigt mir, dass du mit deiner Argumentation am Ende bist. Hab mich gewundert, dass es hier dennoch geklappt hat. Ja, das hat geklappt, weil ich dich eben nicht gesperrt habe. Offensichtlich bist du nicht mit YouTubes Spam-Filtersystem vertraut. Okay, weiter. Ich will dir diesen Tipp geben. Eines der Hauptargumente für die angebliche Kugelerde war, dass Sterne oder Sternbilder, die auf der Nordhalbkugel zu sehen seien, angeblich auf der Südhalbkugel nicht gesehen werden können und umgekehrt und deshalb die Erde nur eine Kugel sein könne. Dummerweise wurde aber auf einer Webcam-Aufnahme der Neumayer-Antarktis-Station der Große Wagen, auch als Großer Bär bekannt, entdeckt. Wenn du Zweifel hast, empfehle ich dir, das Alfred-Wegener-Institut anzuschreiben und um das Originalfoto zu bitten. Mach ein Video, widerleg mit diesem Foto die flache Erde und du bist bei den Globusaffen der King. Leg los, mach dich unsterblich. Okay, dann beiß ich mal an und stelle mich dieser Herkulesaufgabe. Herausforderung angenommen. Und wann bekommt man im Leben schon die Chance, zum König der Globusaffen ernannt zu werden? Außerdem hat Monte recht, es gibt Sternbilder auf der Nordhalbkugel, die man auf der Südhalbkugel nicht sehen kann, was eindeutig gegen eine flache Erde spricht. Gerade der große Bär ist wortwörtlich ein Inbegriff für ein Sternbild, das mit der Nordhalbkugel assoziiert wird. Wurde die Arktis doch nach der griechischen Bezeichnung Arktos für Bär benannt? Jetzt bin ich schon ein bisschen erstaunt. Der große Bär in der Antarktis? Googeln wir doch einfach mal nach dieser Sensationsmeldung. Tatsächlich, gleich der erste Treffer führt auf die Meldung, und zwar auf einer Seite namens Euronia. Was steht denn so im Impressum? Dr. Matthias Klesbies. Wow, ein Doktor. Die Seite scheint ja richtig seriös zu sein. Der Mann Matthias aus der Familie Klesbies? Oh je, das weckt bei mir jetzt doch gewisse Zweifel an der Seriosität. Was steht denn da sonst noch? Diese Manne wurden über verschiedene Tricks des gegenwärtigen Rechtssystems... Okay, ich bin raus. Mir will jetzt keine blumige Umschreibung einfallen für das, was ich über solche Leute denke. Aber na gut, schauen wir uns die Sensationsmeldung von diesem Doktor hier mal genauer an. Aha, hier sehen wir schon einmal, wo unsere Monte ihren Text kopiert hat. Und hier sehen wir eine Webcam-Aufnahme von der Neumayer-Station in der Antarktis. Die Deichselsterne wurden zur besseren Sichtbarkeit mit roten Kreisen hervorgehoben. Diese Formation erinnert tatsächlich entfernt an den Großen Wagen, also an die 7 hellsten Sterne im Großen Bären. Aber irgendwie passt es nicht so richtig. Das ist ein Foto vom Großen Wagen, natürlich aufgenommen auf der Nordhalbkugel. Ich habe jetzt das Foto und die Aufnahme des guten Doktors in Photoshop gepackt und versuche, die Sterne zu überlagern. Das hier sollen ja die Deichselsterne sein. Was soll denn der Unsinn? Dann nicht viel an der Arbeit. Und passt. Und weiter. Und passt. Und auch. Läuft ja ganz gut. Also die Formation passt beim besten Willen nicht zusammen. Von den 7 Sternen bekommt man maximal 2 zur Deckung. Bei diesem Sternbild handelt es sich also definitiv nicht um den großen Wagen. Aber welches Sternbild könnte es dann sein? Der Zuschauer Skydnir hat herausgefunden, dass es sich um den Schützen handeln muss. Davon will ich mich selbst überzeugen, mit Hilfe einer Planetarium-Software. Dieses Programm heißt Celestia und ist Freeware, Link ist in der Beschreibung. Zunächst stelle ich das Programm so ein, dass die Sternbilder angezeigt werden. Anschließend wähle ich als Zielort die Koordinaten der Neumayer-Station aus. Wichtig ist jetzt noch der Zeitpunkt, den wir dem Foto entnehmen können. Wir sehen nun also den Himmel über der Antarktis. So wie es das Globus-Modell vorhersagt. Ich schaue mich mal ein bisschen um. Und da haben wir ihn, den Schützen. Probieren wir doch mal, diese Formation mit der Aufnahme zu überlagern.
Es passt perfekt. Wir sehen hier also nicht den großen Wagen, so wie es der Doktor mit dem Rufnamen Matthias behauptet, sondern den Schützen, so wie auf dem Globus erwartet. Ich denke mal, dem guten Doktor war das durchaus bewusst. Dafür sprechen zumindest seine eingekreisten Deichselsterne, bei denen es sich wohl schlicht um Bildrauschen handelt. Man könnte auch etwa diese Stelle hier einkreisen und behaupten, es wäre ein Stern. Also Monte, deine sensationelle Erkenntnis hat sich als Fake entpuppt. Ja, es ist schockierend. Ein lügender Flachadler. Auf jeden Fall habe ich deine Herausforderung gemeistert, mit der Hilfe von Skytnir. Die nächste Herausforderung wurde von keinem Geringeren gestellt als Nubdudu Nubdudu, der ähnlich wie Monte eine ausgeprägte Affinität zu Copy-Paste aufweist und nie müde wird, jedes Video, das die flache Erde widerlegt, mit seiner Linksammlung voll zu müllen. Ab und an weicht er von seinen Standardtexten ab, so zum Beispiel unter einem meiner Videos. Ich verlange wirklich nicht viel von den Lügentrollen. Stopp! Zunächst einmal ist es kein guter Einstieg, wenn du die Leute, die du von deinem Standpunkt überzeugen willst, als Lügentrolle bezeichnest. Vor allem angesichts der Warte, von der aus du argumentieren willst. Du bist ein Troll, weil du keinen eigenen Content generierst und ständig anderer Leute Kommentarsektionen zumüllst. Und du vertrittst den Standpunkt der flachen Erde, wo mehr gelogen wird als sonst wo. Beweisstück A. Weiter im Text. Bitte sagt mir nur, wann im Globus-Theorie-Modell der Mond von Süd nach Nord durch den Erdschatten wandert. Bitte, 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 nur einmal eine Antwort. Einmal. Wusstest du eigentlich, Noob, dass es Studien gibt, die einen Zusammenhang zwischen Geisteskrankheiten und der übermäßigen Verwendung von Ausrufezeichen nahelegen? Normalerweise leben die doch in der Anstalt, wo man die Kittel vorne zubindet, oder? Ist gut, Peter. Oder Moment, wie war das? Normalerweise leben die doch in der Anstalt, wo man die Kittel vorne zubindet, oder? Beim Peter ist es also normal, den Kittel hinten zuzumachen? Bingo, jawohl. Die Tabletten, die sie mir geben, schmecken gut. Okay, das würde so einiges erklären. Die Tabletten, die sie mir geben, schmecken gut. Aber warum bin ich ans Bett gefesselt? Oh Mann, ich muss mir einen neuen Assistenten zulegen. Schauen wir mal weiter. Bitte genau beobachten. Der Mond macht noch eine Kurve im Erdschatten. Wie lachhaft. Minimale Kenntnisse reichen aus. Ihr müsst selbstständig denken. Unbedingt. Nie glauben, was jemand schreibt. Kein einziger Troll kann hierzu eine Antwort geben. Mag sein, dass ein Troll hierzu keine Antwort geben kann, aber ich kann es ja mal versuchen. Herausforderung angenommen. Der Noob hat einen Link zu einer schönen Timelapse-Aufnahme geschickt, welche die Mondfinsternis vom 28. September 2015 zeigt. Wie Noob schreibt, bewegt sich der Mond von Süd nach Nord durch den Erdschatten. Außerdem scheint er eine Kurve zu machen, der Schatten zumindest. Um herauszufinden, ob das im Globus-Modell wirklich nicht möglich ist, können wir wieder die Planetarium-Software Celestia verwenden. Sie bietet eine interessante Funktion namens Finsternissuche an. Damit können wir die genauen Zeitpunkte von Mondeklipsen berechnen. Und schon haben wir die gesuchte Mondfinsternis vom 28.09. Schauen wir uns mal an, wie das in der Simulation aussieht. Na sowas, der Mond bewegt sich von Süd nach Nord durch den Schatten. Und der Schatten scheint eine Drehung zu machen, exakt so wie beobachtet. Auf der rechten Seite sieht man übrigens das Schauspiel von der anderen Seite des Mondes aus. Lasst euch das mal auf der Zunge zergehen. Das ist nicht irgendeine Animation, das ist eine Simulation. Eine programmiertechnische Umsetzung des Modells, das die Flacherdler vehement ablehnen und als Lüge bezeichnen. Oder wie der Peter es nennt.
NASA-Jesuiten-Freimaurer-Papst-Fiktionstheorie-Modell? Das ist ja alles eine Suppe. Nun führen die ach so falschen Konzepte von der kugelförmigen, rotierenden Erde, die sich auf einer Ellipsenbahn um die ca. 150 Millionen Kilometer entfernte Sonne bewegt, Newtons Gravitationsgesetze sowie die Keplerschen Gesetze zu einer solch beeindruckenden Beschreibung der Realität. Das Programm ist übrigens quelloffen. Jeder kann also den Code einsehen und überprüfen, ob da auch wirklich alles mit rechten Dingen zugeht. Aber das Beste kommt noch. Schaut mal, das Programm ist aus dem Jahr 2010. Die Mondfinsternis fand aber 2015 statt. Wir haben mit dem angeblich falschen Modell also nicht nur ein kompliziertes kosmisches Ereignis korrekt beschrieben, wir haben es sogar 5 Jahre im Voraus korrekt vorhergesagt. Also, danke Noob für deinen tollen Hinweis, der zu diesem erfolgreichen Test des Globus-Modells geführt hat. Wer nach dieser Demonstration noch ernsthaft glaubt, das Globus-Modell sei nicht korrekt und die Erde flach, obwohl man mit dem Modell der flachen Erde nicht einmal die Richtung von Sonnenuntergängen korrekt beschreiben kann, geschweige denn irgendeine nachprüfbare Vorhersage treffen kann, dem geht es wohl einzig und allein um Glauben und Realitätsflucht. Die Erde ist nun einmal nicht flach, sie ist kugelförmig und umkreist die Sonne, die wiederum nur ein Stern von vielen in einem gigantischen Universum ist. Daran ändert sich auch nichts, wenn man sich in irgendwelche Fantasiewelten hineinträumt. Also, macht's gut! Aber Flo Plus, du bist ein toller Kerl. Flo Plus, du bist ein toller Kerl.